sind aktuell immer wieder die Verlierer, die Fahrgäste der Deutschen Bahn. Beispiel Hattingen. Wegen Personalmangel und Krankenständen fährt die S3 momentan nur einmal die Stunde. Auf anderen Linien wird mal wieder gebaut. Hier müssen Reisende auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Züge fahren gar nicht, das gibt es auch. Also ich kann aktuell nicht Gutes berichten. Was mich stört ist, dass die manchmal gar nicht fährt, dann fährt der Bus in Einsatz. Der fährt dann meistens so bis Bochum und dann musst du da aussteigen und kommst da auch nicht weiter. Das ist schon ziemlich katastrophal, was die Bahn hier abliefert. Das Problem, ein marodes Schienennetz, zu wenig Konkurrenz und eine Monopolstellung der Deutschen Bahn. Die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, fordert deshalb, den Konzern aufzuspalten. Aktuell ist die Deutsche Bahn sowohl für ihren Personen- und Güterverkehr als auch für das deutsche Schienennetz und Bahnhöfe zuständig. Weil andere Bahnunternehmen auf diese Infrastruktur angewiesen sind, will die Bundesregierung dafür bis Januar eine eigene Gesellschaft innerhalb der Bahn gründen. Die Monopolkommission geht einen Schritt weiter, fordert ein von der Deutschen Bahn unabhängiges Unternehmen. Es darf keinen Etikettenschwindel dahin geben, dass man einfach nur das Ganze umlabelt und nicht bei der Gelegenheit dafür sorgt, dass diese Infrastruktur GmbH oder AG, was auch immer es wird, wirklich gemeinwohlorientiert ist, neutral ist, das Interesse hat, möglichst für alle Verkehrsunternehmen ein tolles Angebot zur Verfügung zu stellen. Die Deutsche Bahn will sich zu dem Gutachten der Monopolkommission heute nicht äußern. Ganz anders Bahnkonkurrenten wie Flixtrain. Auch sie fordern eine Aufspaltung des Konzerns, haben in den letzten Jahren schon öfter gegen die Deutsche Bahn und ihre Monopolstellung geklagt. Wenn es ein eigenes Unternehmen geben würde, würde das bedeuten, dass alle Investitionen auch wirklich transparent in die Infrastruktur fließen würden und nicht irgendwie Quersubventionierung stattfinden würde. Dadurch würde man ein besseres Netz bekommen, ein digitaleres Netz bekommen und somit Reisende insgesamt ein klar besseres Angebot. Ein weiterer Vorteil für Reisende würde sich in Streikzeiten zeigen, sagt Frank Wörner von der WDR-Wirtschaftsredaktion. Weil eben die Bahn gerade auch die Stellwerke ja besetzt, betreibt. Und wenn da gestreikt wurde wiederum, hatte das unmittelbar Auswirkungen auf die Konkurrenz, weil die ja dann auch nicht fahren konnten. Also da sieht man, dass so eine eigene Infrastrukturgesellschaft in so einem Fall einfach die bessere Lösung wäre, weil dann zumindest die Konkurrenz weiterhin fahren könnte. Ob große oder kleine Reform, bei der Bahn und dem deutschen Schienennetz wird sich im kommenden Jahr etwas ändern. Das Ziel laut Bundesregierung dann nicht mehr Gewinnmaximierung, sondern Qualität bei der Infrastruktur. Bis diese Reformen aber bei Bahnreisenden ankommen, heißt es wohl noch viel Geduld mitbringen. Der Zug fällt heute aus.